Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Was für ein schönes Intro, ne? Und daher gehen nochmal Grüße raus an Herrn Dippinger, der mir dieses Intro gemacht hat. Ne? Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ne? Ich freue mich riesig darüber. So, beim letzten Mal hatten wir den Zeitkristall des Wassers an uns gerissen. Und apropos gerissen, wir haben jetzt auch die Angel. Jetzt können wir den Sticker hier aus dem Wasser fischen. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter hier auf der Insel Akala. 26 Sticker haben wir jetzt schon. Wow. Ja, hier geht's weiter auf der Insel Akala. Und wir können jetzt die Mogelbaum verscheuchen, die uns weiter südlich den Weg versperrt haben. Das machen wir jetzt auch. Hier sind wir. Und mal gucken, was passiert. Ausrufezeichen. Mogel! Ja, und sie ergreifen die Flucht. Oho, diese Mogelbaum oder wie sie heißen, möchte ich zu unserem Forschungsgegenstand machen. Was für interessante Pokémon. Sie geben sich als Bäume aus, um nicht mit Wasser, das sie hassen, begossen zu werden. Eine faszinierende Strategie. Genau wie unsere Forschung ergeben hat, Kommandant Xionia? Wie spricht man auch? Xionia? Ich glaube Xionia, ne? Xionia ist für mich einfacher. So. Ja, wir müssen über Pokémon Bescheid wissen, wenn wir Pokémon-Kämpfe gewinnen wollen. Okay. Die Ultraforscher sind wieder da. Es besteht jedoch weder Grund noch Notwendigkeit, die uns nicht vertrauten Pokémon Alolas einzusetzen. Wenn ich bitten dürfte, Miri? Jawohl. Wärst du bereit, meine Gegnerin in einem Pokémon-Kampf zu sein? Ja, natürlich. Sehr schön. Ich werde mit Venekro gegen dich antreten. Wer oder was ist Venekro? Ich denke, das werden wir jetzt sehen. So, Ultraforscherin Mirin fordert uns heraus. Beim letzten Mal hat sie einen Quaffaff eingesetzt. Jetzt setzt sie ein Venekro ein. Das ist kein ursprüngliches Pokémon. Venekro ist eine Ultrabestie. Ja, es geht hier auch um Ultrabestien. Zumindest hier in Alola. Was es mit diesen Bestien auf sich hat, das finden wir noch raus. So, Venekro ist ein Gifttyp. Deswegen sind wir mit Dippy sehr gut aufgestellt und die Flinkklaue getriggert. Sehr schön. Aber sie setzt ein Item ein. X-Spezialverteidigung. Das interessiert uns nicht. Wir greifen physisch mit Sandgrab an. Was sehr effektiv sein sollte. Ist okay. Level 20, das Ding. Okay, aber Dippy sollte es eigentlich schaffen. So, X-Spezialverteidigung ist also plus 2 auf Spätzdef. Deswegen bringt uns die Kraftreserve hier recht wenig. Wir können weiter auf Sandgrab gehen. Charme. Böse, weil der jetzt unseren physischen Angriff um 2 gesenkt hat. Deswegen ist Sandgrab nicht mehr so stark. Ungut. Das heißt, wir können doch auf die Kraftreserve gehen. Jetzt ist es eh egal. Giftschock, das resistiert Dippy sogar vierfach. Durch den Bodengeist-Typen. Das macht nichts. Naja, aber mit Sandkrab, mit der Strategie, dürften wir den Kampf für uns entscheiden. Giftschock, ja. Wie gesagt, Dippy hält das aus. Macht keinen Schaden. So, jetzt noch ein letzter Sandgrab und das war's. Und Flinkklaue triggert wieder. So muss das aussehen. Jawohl. Ach, 81 EP. Level 18.
Dippy versucht mega sauber zu lernen. Ja, das wollen wir ihm beibringen. Vergessen. Wir lassen da den Absorber vergessen, weil der Absorber ist nur halb so stark wie der Megasauger. Sehr schön. Nicht unser WD-Crew hat versagt, sondern ich als Trainer. Oh. Vielen Dank. Ich konnte zwar ein tieferes Verständnis für Venikro erlangen, doch in Sachen Pokémon-Kampf habe ich noch viel zu lernen. Dein Z-Kraftring, sein Licht, hat bei mir ein Gefühl der Nostalgie ausgelöst. Wir haben noch nicht mal eine Z-Attacke eingesetzt. Könnte es sich dabei womöglich um das Licht seiner Lumieszenz handeln, das unsere Vorfahren sahen? Wer weiß. Das herauszufinden ist unsere Aufgabe als Ultraforschungsteam. Okay, dann forschen wir schön weiter. Ja, was ist mit den Ultraforschern und mit den Ultrabestien und der Lumieszenz auf sich hat? Das finden wir noch heraus. So, Dippy hat Level Up gehabt, deswegen kommt jetzt ein anderer Lied. Mit I6 war ich ganz gut. So, wir sind auf Route 6 angekommen. Ne, es geht auf jeden Fall weit her und ja, wir wollen direkt weiterkämpfen. Ich nehme Tanzunterricht. Ja. Also, wir haben ja direkt den nächsten Doppelkampf. Also, ich habe Isaac vorne und wen noch? Okay. Wir werden es sehen. So, ein Pummeluff und ein Fluffeluff. Schön. Ne, wir haben Isaac und Karen vorne. Ist vollkommen okay. So, Pummeluff und Fluffeluff sind seit der ersten Gen dabei, beziehungsweise nur Pummeluff. Fluffeluff kam mit der zweiten Gen. Da waren es noch reine Normaltypen. Seit der sechsten Generation ist Pummeluff, beziehungsweise die Entwicklungsreihe, ein Normal-Feen-Typ geworden. Das heißt, an dieser Stelle, wir können hier in aller Ruhe für einen Giftstachel gehen. Wir wollen erstmal das Fluffeluff raushauen. Das ist die geringere Gefahr. Und Karin paralysiert erstmal dieses Pummeluff. Stachelschauer geht daneben. Super. Aussetzer. Ah. Gefällt mir jetzt null. So, wir wollen auf jeden Fall nochmal versuchen, dieses Pummeluff zu paralysieren. Aussetzer ist jetzt nicht so toll. Nadelrakete ist halt nicht sehr effektiv auf Feen. Genauso wie Abschlag. Deswegen können wir hier uns mal setupen für eine Akupressur. Und Karin versucht nochmal dieses Pummeluff zu paralysieren. Bitte. Karin? Dankeschön. So, was wird gesteigert? Akupressur. Fluchtwert. Okay. Pummeluff kriegt die Full Para. Nicht schlecht. Ein Igler. Mag ich jetzt auch schon wieder nicht. Das boostet die Verteidigung. Wir drücken nochmal die Akupressur. Und Karin macht mal weiter mit Klammer. Trotzdem okayer Schaden, würde ich sagen. Okayer Schaden. Spezialverteidigung ist auch nicht so doll. Wir wollen den Angriff steigern. Säusestimme geht auf beide. Isaac resistiert, Karin steckt aber auch super weg. Drücken nochmal. Und Karin klammert dieses Fluffeluff weg. Nicht diese Runde, aber nächste auf jeden Fall. Fluchtwert, jetzt sind wir auf Fluchtwert minus plus 4 mit Isaac. Einmal können wir noch drücken. In der Zeit macht Karin dieses Fluff-Fluff fertig. Los, kochen. Zack. So, jetzt kommt Angriffsboost. Angriffsboost, Angriffsboost. Komm, Isaac. Verteidigung. Ja. Aber ist jetzt vollkommen okay. Jetzt können wir auch beide zusammen angreifen. Weil Isaac ist nicht mehr blockiert. Das heißt, der Giftstachel kann wieder raus. Leider können wir Pummeluff jetzt nicht mehr vergiften, weil schon paralysiert ist, aber ist in Ordnung. Ja, Klammer ist solide.
Giftstachel ist natürlich... Das war ein Crit. Oh, easy going jetzt. Reich die Klammer aus. Ja, nein, vielleicht. Toastbrot. Karin, zeig's uns. Jawohl. So, also ich habe 18. Also mit Leveln, wir kommen voran. Ist auch gut so. Karin Level 18. Und der Angriff kriegt die dann kriegt 0 drauf. Das ist. Ah. Ja. So. Ja, auf Route 6 wollen wir erstmal die ganzen Kämpfe machen, bevor wir in die nächste Stadt gehen. Jetzt mal Taya nach vorne. So, ja, Route 6. Es verbindet die Ohana-Farm halt mit der nächsten Stadt. Und ja, hier haben wir jetzt mal den nächsten Farmer und kriegen jetzt mal einen Encounter. Okay. Was soll ich noch dazu sagen? So, Taya dürfte aber schnell genug sein, um diesen Fluffeluff zu bekommen. Danke dafür. Und direkt der nächste Trainer, ein Züchter. Ich bin ein Züchter, ich ziehe Pokémon auf. Okay. So, der William. Was setzt der William denn gegen uns ein? Ein Frubbel. Frubbel, ein Pokémon dieser Generation. Ein Pflanzentyp. Frubbel mag ich. Frubbel ist cool. Die Weiterentwicklung Frubbeiler und Froyal auch. Extrem coole Pokémon. So, Frubbel, wir können hier mit einem Eissturm draufgehen, weil wir sind im Vorteil als Eistyp. Eis lässt bekanntlich, oder beziehungsweise Kälte lässt bekanntlich Pflanzen eingehen. Rasierblatt. Ist okay, jetzt reicht aber auch der Eissplitter. Bum, bum, bum. Fertig. Good job, Taya, good job. Taya erreicht Level 18. Taya versucht Gegenstoß zu lernen. Aha. Aha, aha, aha. Eine Unlichtattacke. So, Gegenstoß, Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Sprich, kriegen wir in der Runde, in dem wir Gegenstoß einsetzen, vorher eine Attacke rein, richtet, also eine Schadensattacke, richtet Gegenstoß doppelt so viel Schaden an. Da Taya aber sehr schnell ist, es gibt wenig Pokémon, die Taya wirklich outspeeden können. Deswegen möchte ich das Setup, wie es eigentlich so ist, belassen. Nee, dann bringen wir Gegenstoß nicht bei. Tut mir leid. Es wäre eine Unlichtattacke. Nein, aber bringt uns in dem Fall nichts. So, der Züchter setzt Voltilama ein. Voltilama, das Elektro-Pokémon der zweiten Generation. Können wir hier mit einem Eissturmer behandeln. Oh, Three-Hit wär's. Baumwollsaat. Gut, es macht Taya langsamer. Jetzt wäre Voltilama halt schneller. Der Gegenstoß würde halt doppelt so viel Schaden anrichten, wenn es eine Attacke einsetzt. Ist natürlich jetzt doof gelaufen, aber okay. Taya ist immer auch schneller. Das, dann ist okay. Ach ja, der Eissturm hat sich auch verlangsamt. Jetzt sind wir auf demselben Niveau. Beide minus 2 Init. Donnerwelle. Taya ist auf minus 4 Init durch die Paralyse. Ja, wozu zähle ich die ganzen Statuswerte auf? Das ist eigentlich eher wichtig für Competitive. Ne? Also, dass man das immer im Competitive im Kopf hat. Gegen die NPCs ist das natürlich nicht nötig. Ja, aber es ist trotzdem in meinem Kopf, dass man das trotzdem behält. So, Taya kriegt den Paraheiler. Und wir setzen Divi nach vorne. So, wir gehen an den Züchter hier vorbei. Ich habe gehofft, dass kein Encounter kommt. Schade dafür. Mabula.
Divi, sei. Ja, aber Bulas, langsam komm, du hinkommst. Danke. Es wäre jetzt eine Schande gewesen, wenn nicht. So. Wir gehen hier die kleine Gasse entlang, sind wieder in Ohana gelandet. Kriegen hier erstmal einen Superschutz. Und hier war noch was. Genau, ein TM. Und zwar TM Schlafrede. Schlafrede, eine Attacke, die Pokémon einsetzen können, wenn sie selber schlafen. Nutze ich selber eigentlich gar nicht. Es gibt Strategien dafür mit Erholung und Schlafrede und sowas. Keine Frage, aber ist nicht so meins. So, hier sehen wir schon eine Gruppe von Leuten. Das machen wir aber später. Wir legen uns erstmal mit allen Trainern hier an. Bevor wir da hingehen. Oh, die Dorka. Weil wir brauchen das Training jetzt mal langsam. Mit einem Tragosso. Tragosso, ein Boden-Pokémon der ersten Generation. Feier ich ungemein. Ich mag Tragosso, ich mag Knogger. Geile Pokémon. Wir sind aber wieder im Vorteil mit der Aquaknarre. Allerdings. Also, Wasser ist stark gegen Boden. Boden ist aber stark gegen Gestein. Und Divi ist nun mal beides. Ein Wasser- und ein Gesteinstyp. Das heißt, es wird auch sehr effektiv vom Bodenattacken getroffen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier so ausgeht. Aquaknarre ist sehr effektiv. Ah. Energiefokus. Gefällt mir jetzt gar nicht, was du vorhast. Energiefokus sorgt halt dafür, dass die Volltrefferchance verdoppelt wird. Komm, Divi, Volltreffer. Ein Spezialangriff ist echt für den Arsch, Mann. Knochenkeule. Ah, da kommt eine Bodenattacke. Das war ein Crit. Okay, Divis Verteidigung ist on point. Die ist da. Das reicht nicht, Mann. Egal, ob es ein Crit wird oder nicht, wir überleben es. Und nehmen Tragosso jetzt raus. Divi ist im physischen Angriff wirklich, ja, ist gut dabei, aber speziell, ja. Es wird Zeit, dass du eine physische Wasserattacke lernst. Lernst du physische Wasserattacken? Gut. Ah ja, hier kommen wir wieder Taubes einsetzen. Hier sehen wir wieder Steine. Ein Item, ein Sonderbonbon. Nehmen wir sehr gerne. Noch mehr Steine. Gras. Ist hier denn was? Carbon. Das können wir verkaufen. Ich setze so Carbon und Protein setze ich eigentlich recht ungern ein. Es erhöht die Statuswerte halt dauerhaft. Carbon würde halt den Initiativewert steigern. Und naja. Lassen wir mal. So, hier nach rechts kommen wir nicht weiter, weil uns wieder dieses Bismarck hier auffällt. Zum Hanu-Hanu-Resort. Wir könnten jetzt aber hier links weiter. Das machen wir aber etwas später, weil wir müssen später sowieso hier zurückkehren. Deswegen legen wir uns erstmal mit der hier an. Mit der Hula-Dame. Alola, Alola. Herzlich willkommen, Trainer. Ja. Bin ja schon beide hier. Aber danke. Die Tänzerin Sonja. Setzt ein Koriogel ein. So. Koriogel kennen wir schon aus der ersten Insel. Aus dem Mele-Mele-Blumenmeer. Da kennen wir aber erst die Cheerleader-Form. Dieses Koriogel allerdings hat die Hula-Form angenommen. Und ist dadurch ein Psycho-Flugtyp. Also der Flugtyp bleibt. Was ist schwach gegen, was ist stark gegen Flug? Richtig, Gesteinsattack. Da ist Divi natürlich wieder sehr gut dabei. Schnabel, resistieren wir. Und der Felsgrab tut richtig Aua. Koriogel, verdammt schnelles Pokémon. Aber ein Felsgrab reicht, um dich einfach vom Speed her komplett rauszunehmen. So, Divi Level 18. Yay. Er hat keine Attacke, schade. So, jetzt ist... Wir haben alle auf Level 18. Das ist schön. Mit wem lieben wir dann? Puschel hatte bisher heute noch keinen Auftritt, ne? Ja, komm, dann setzen wir Puschel auch ein.
So, das war soweit Route 6. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Pomp. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz helfen? Hier drüben. Yo, yo, yo. Dreh uns nicht den Rücken zu. Ey, Mann, ist das nicht die vom Mele Mele? Die Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Hab sie schon mal gesehen. Nö, die sind mir unbekannt. Ja, hab ich schon mal gesehen. Ne? Kennen wir ja aus Mele Mele. Na und ob? Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns Nida auf Mele Mele absolviert hat. Aber dieses Mal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Okay. Die beiden Volldeppen sind wieder da. Ja, und wir geben dem mal einen Arschtritt. Die wollen Pokémon klauen, nicht mit uns. So, Fähre 2. Ein Traumato. Gut, das kennen wir ja schon. Puschel dürfte hier gut Ramazama machen können. Als erstes drücken wir hier den Egelsamen. Du hast nur ein Pokémon, das heißt, du kannst sowieso nicht rauszwitschen. Kopfnuss. Ist okay, wir halten solche Egelsamen wieder voll. Ja, nicht ganz, aber gutes Stück. Jo. So, Baumwolzer brauchen wir gar nicht einsetzen. Wir dürften schneller sein. Dürften. Ne? Wir drücken hier mal Megasauger. Wir sind schneller. Schön. Klar, der Egelsamen war halt sowieso schneller, weil wegen der Fähigkeit Strolch. Die Puschelblitz. Aussetzer. Ja, es macht uns nicht allzu viel. Wir haben hier noch eine zweite Angriffsattacke. Und zwar die Feenprise. Die genauso stark ist wie der Megasauger. Giftwolke. Ah, du Ekel. Ja, okay, wir haben Egelsamen draußen, ne? Deswegen, ich darf mich eigentlich nicht beschweren, aber du Ekel. Vergifte auch unseren Puschel nicht. Zell. Puschel, mach kurz einen Prozess hier. Feenwiese. Ja, das reicht nicht aus. Nicht mit Egelsamen. Eine Runde kommt noch. Jetzt Ende im Gelände. Puschel, mach ready hier. Mach fertig. Dogge. Ich bin fix und ohne. Jo. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Und triff. Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampas? Nur zu. Diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Boah, lass uns über die Kurve kratzen, yo. Kein Bock, hier meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir noch mal. Beim Bro reden ständig von Schädeln, damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst. Merk dir gefälligst endlich, wer wir sind. Ja, haben wir doch jetzt. Findest du allein nach Haus? Hilf. Schau an, schon macht es sich auf den Weg. Ich bin froh, dass es Driftlung gut geht. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Aurora, ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Pampros. Ach ja, Aurora. Du sollst dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso.
Okay, das war Hapu. Die werden wir auch noch ein paar Mal wiedersehen. So, aber jetzt gehen wir zur nächsten Stadt. Avenue Royale. Avenue Royale? Avenue? Wie spricht man es aus? Nein, mach auch mal. Gut, wir besuchen aber erstmal das Pokémon Center. Mal was können. Okay. Wupp. Erstmal heilen, ganz wichtig. Dann, ja, wir könnten erstmal jetzt die Stadt erkunden. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal zum Teil. Hier haben wir erstmal ein Item. Ein Hyperball. Kann man machen. Hast du was zu sagen? Du bist auf Inselwirtschaft, hm? Ja, richtig. Okay. Ja, sehe ich. Gut. Hier gibt es auf jeden Fall ein Battle Royale. Und, ja, mal sehen. Pokémon Fanclub. Wie wär's, wenn man den Namen langsam mal zu Pokémon Super Fanclub ändern würde? Warum? Okay. Hier kann man, glaube ich, ja, hier kann man wieder Fotos schießen. Das machen wir jetzt mal. Pokémon Sucher wurde aktiviert. Okay, Ah, guck mal da. Ein Pummeluff. Ein fliegendes Pummeluff. Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ah, nee, das war nur nicht so, wie ich es haben wollte. Wohin fliegst du denn, Kollege? Komm mal wieder so zurück. Ah, ist immer noch nicht so. Ah, komm, hier will ich langsam zu Perfektion. Na! Ah! Hier will ich schon ein gutes Foto schießen, mal wieder. Das hatte ich bei Pokémon Snap auch mal so gehabt. Pokémon Snap können wir auch mal spielen, ne? Ah, noch ein Tick früher. Noch ein Tick früher wäre schon. Pokémon Snap hätte ich auch mal wieder Bock zu. Also, das den ersten Teil, ne? Also, ich besitze ja leider keine Switch. Ich würde gerne den zweiten Teil spielen. Ohne Frage. Aber den ersten Teil kommen wir auf jeden Fall daddeln. So, kommst du jetzt? Ja, komm. Es ist jetzt gut. So. Wird schon gut sein. Ich glaube, du bist schöner, ne? Ja, das sehen wir. Du bist näher. Jo. So, Fotos gemacht. Check. Haben wir. So, oh, hier gibt es einen Sticker. Wen haben wir hier? Ich will den die tauschen. Zu wem? Ich glaube, Taya. Taya ist gut. Das ist eine Dame, die wir bereits kennen. Entschuldige bitte, du bist Aurora, nicht wahr? Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Maggie, die angehende Schauspielerin. Wärst du wieder für einen Kampf zu haben? Maggie, die haben wir schon kennengelernt, und zwar im Mele-Mele Blumenmeer. Na klar. Wirklich? Oh, vielen Dank. Das ist die perfekte Gelegenheit, um einen neuen Tanzstil auszuprobieren. Also, bist du bereit? Es geht los. Wie schön, dass du dich heute hier eingefunden hast. Lass nun all deine Sorgen gehen. Atme tief ein und spüre den Wind auf deinen Körper. Der Hula-Stil ist die Sprache des Herzens und somit der Herzschlag Alolas. Der Hula-Stil, das heißt, wir wissen schon, welche Art von Choreogel sie einsetzen wird. Beziehungsweise es ist dasselbe Choreogel, gegen das wir schon mal gekämpft haben, nur es hat seine Form geändert.
So, ja, Psychoflug. Flug ist bekanntlich auch schwach gegen Eis, deswegen ist der Eissturm hier sehr gut. Windschnitt. Ah, der wird wehtun. Der wird sehr wehtun. Crit. Ah, unschön. Aber Taya geht hier auch mit Crit rein. Jawoll, Taya. Super. So, ich drücke hier mal lieber den Eissplitter, weil das ist eine Prio. Dadurch ist es auf jeden Fall schneller. Hoffentlich erreicht. So. Taya wollte einfach gleich ziehen mit dem Crit. Ulala. Ja, ulala. Vielen Dank. Das war extrem hilfreich. Durch diesen Kampf konnte ich den Herzschlag Alolas spüren und meine ganz persönliche Form des Hula-Ziels entwickeln. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach weiteren Tanzstilen, um mich durch sie neu zu erfinden. Alola und auf Wiedersehen. Ja, bitte sehr. Ja. Die wer haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. So, ja, Koriol ändert halt die Form. Es kommt drauf an, welchen Nektar es trinkt. Ne? Hier zum Beispiel, hier sieht man Glitzer, Glitzer. Hier kommen wir ran. Und finden rosa Nektar. Wenn man das Koriogel gibt, dann wird es auf jeden Fall zur Hula-Form. So einfach ist das. Im Mele-Mele-Blumenmeer, da gibt es den gelben Nektar, ne? Wo es dann den Cheerleading-Form annimmt. Und die anderen Nektar-Sorten, die werden wir noch sehen. Vielen Dank für die Geduld. Jo. So. Okay. So, wir haben jetzt noch kurz Zeit, etwas zu machen. Hier. Es wurde nämlich der Battle Royale angesprochen. Und ja, den machen wir jetzt auf jeden Fall noch in diesem Part. Und dann ist der auch schon wieder vorbei. Ich bin nur am Überlegen, mit was ich leaden werde. Welches Pokémon ich da einsetzen möchte. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Divi auf keinen Fall. Dippy. Puschel. Puschel ist eigentlich gut. Taya. Taya ist eigentlich auch gut. Karin. Schwierig. Isaac. Auch schwierig. Ich glaube, wir werden Puschel einsetzen. Nein, nicht Items tauschen. So. Ich will eure Position tauschen. Danke. Wir werden Puschel einsetzen. Mit Puschel sind wir immer auf der sicheren Seite. Denn wir gehen jetzt zum Stadion. Und dort sehen wir ein bekanntes Gesicht. Ach ja, der Dom Royal. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Null, lass uns unsere Gegner im Boden stampfen, bis wir stark genug sind, um andere zu beschützen. Okay, er hat scheint gute Absichten zu haben. Er möchte jemanden beschützen. Da folgen wir ihm mal, dem Gladio. So, bevor wir jetzt zu dem gehen, gibt es erst noch ein paar Herrschaftssticker. Hier gibt es auch noch einen. Muss man genau drauf achten. Hier gab es nichts mehr, ne? Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier in die Mitte. Der Battle Royale. Willkommen! Wer ist er? Ich bin der Botschafter des Battle Royale. Des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Wie bitte? Professor? Okay, jetzt wisst ihr schon, wer es ist, ne? Nur, Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir es nicht wüssten. Wie bitte? Hörst du mir denn gar nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royale. Ich bringe Trainern den Battle Royale bei. Ein Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten 4 Trainer mit jeweils 3 Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet.
Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat. Und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Okay, machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, Mats Royal, ich will auch mitmachen, bitte. Tali, hey. Alles klar, du bist dabei. Du da, du machst auch mit. Und mit mir sind wir dann zu viert. Gladio macht auch mit. Also dann, beim Battle Royale warten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los. Auf die Plätze, fertig, Kampf. Okay, Battle Royale mit Charlie, Gladio, Mask Royale und unsererseits. Wir befinden uns im Dom Royale, dem Ausgang. Das Stadion ist den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. Jo. Und hier kommen die Kontrahenten. In der grünen Ecke Aurora mit Puschel. In der gelben Ecke Pokémon-Trainer Tali mit Arboretos. In der roten Ecke Profi-Wrestler Mask Royal mit Wuffels. Und in der blauen Ecke Team Skull Gladio mit Typ 0. Also dann, der Battle Royale beginnt. So, ja, Battle Royale. Vier Pokémon, also vier Trainer gleichzeitig im Kampf. Na, also wir können jeden angreifen. Das heißt aber auch, jeder kann uns angreifen. Ne? Deswegen, wir müssen hier vorsichtig sein. Eine Baumwollsaat, ich würde alle treffen, ich würde alle slowen. Aber ich glaube, eine Baumwollsaat ist hier sogar ganz passend. Ah, Wuffelschutz setzt Schutzschild ein. Schade dafür. Dann slowen wir halt Typ 0 und Arboretos. Keine Wirkung auf Arboretos. Hat Baumwollsaat keine Wirkung auf Pflanzen-Pokémon? Ist das so? Rasierblatt, oh, er trifft auch alle von uns. Aber Puschel steckt das weg. Jetzt sehen wir, jetzt sehen wir auch die Platzierung gerade, ne? Wuffels 1, Typ 0 2, wir 3 und Arboretos 4, weil, von den KP her erstmal. So, wir wollen den Megasauger drücken auf Wuffels, weil das sehr effektiv ist. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf Wuffels jetzt, weil wir das, glaube ich, auch rausnehmen könnten. Steinwurf auf uns. Ah, das hat weh, Rasierblatt. Wow, Wuffels geht nieder. Toll. Weil wegen einem Crit. Wegen einem Danke dafür. Und Puschel geht auch raus. Schade. Kampf ist beendet. Okay, das war aber nur ein Probekampf. Zum Glück. Na, wie hat's dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Trainer eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Ich bin Kiave, der Feuerkapitän. Ich warte am höchsten Punkt des Vela-Vulkanparks auf dich. Dort gelangst du über Route 7. Wenn du deine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Das ist eine Ansage. Aurora, Tali, wie läuft es bei euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royal! Woher weißt du denn, dass wir die Prüfung machen? Ach so, du musst unsere Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Also, ich genieße es ja so richtig, mich mit meinen Pokémon durch Alola zu kämpfen. Ah, oh, Tali, oh. Warum machst du denn beim Battle Royale mit? Ist das so eine Art Training für dich oder willst du so vielleicht neue Freunde finden? Gladio geht. Da will er nicht drauf antworten. Wer nicht stark genug ist, kann nichts und niemanden beschützen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich will stärker werden.
Also verschone mich mit deinem Geschwätz von Spaß und Freunden. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Das klingt aber hart. Jeder braucht doch Freunde, mit denen man Spaß haben kann und die für einen da sind. Dann gelingen einem auch großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat's total Spaß gemacht. Deshalb werde ich weiterhin bei Battle Royale mitmachen. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Boah, ey. So, gut. Tali hat genug Happiness verbreitet. Und ja, das war's für diesen Part. Ne? Wenn ich weiterhin mal so ein paar Battle Royale ausprobieren sollte, boah, ne, wenn ihr wollt, wenn ihr ein bisschen mehr davon sehen wollt, können wir das hin und wieder mal machen. Ansonsten war's das jetzt erstmal. Beim nächsten Mal werden wir ein bisschen noch die Stadt erkunden und uns auf Route 7 begeben. Na, mal gucken, was uns da erwartet. Alles klar, ich bedanke mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann, euer Röntchen. Ciao.